Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Software ist immer noch instabil. Wir sind schon wieder. Ah, okay. Wir müssen wieder unsere Freundin suchen. Unsere Chefin, was auch immer. Wie heißt sie? Amanda, genau. Jetzt wüsste, wo sie ist. Da drüben war sie, da ist sie jetzt nicht. Oh Gott, ganz da hinten. Komme ich da hin? Hier rüber? Man fängt einfach in die andere Richtung laufen, du Depp. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ach so. Die will tatsächlich. Okay. Ich dachte, das wäre falsch, aber okay, das ist tatsächlich Bootfahren. Dann fahren wir Boot. Und ich darf rudern. Na toll. Also gut. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich spürte zwei Abweichler im Eden Club auf. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber sie konnten leider entkommen. So ein Pech. Du warst doch kurz davor, sie aufzuhalten. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Ich hab gerade gesagt, ich brauche Zeit. Genau, Alter. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. 79 Verstand. 79. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ach so, ja, das ist schon ganz oben. Also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das damit? Wir waren gut? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Achso, halt, die Wachen waren ja
lebendig. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Mag dich jetzt schon nicht. Diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden, hm? Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Jupp. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Das dachte ich mir. Auch. Sag mir Bescheid, wenn du was willst. Okay, mal gucken hier. Nicht eingebrochen. Das ist korrekt. War kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Ja, offensichtlich, ja. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. So, bin ja noch nicht fertig. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes, doch sie ist auch eine Warnung. Unsere Sache ist gerecht und wir werden um diese Rechte kämpfen. Kein Mensch wird in Frieden leben, bis wir frei sind. Ihr wisst jetzt, wer wir sind und was wir wollen. Wir sind lebendig und wir fordern unsere Freiheit. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Okay, Pupillenreflexion. Iris-Ersatzteil. Markus Leischer Kampfscan Karma. Hast du was gesehen? Okay. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Das war wahrscheinlich gelogen, wa? Einschusslöcher. Ach so, ja. Hier. Alter, hör mal auf, hier alles schnell vorzuspulen. Ich muss da mitlesen. Was haben wir hier? Wir waren getarnt. Alles klar. Was?
da oder Einschusslöcher. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Du Abschaum! Du bist es! Du bist ein verdammter Abweichler! Na los! Gib's zu! Ich hab's gewusst. Au. Aua. Oh, fuck. Hank! Hank! Ich brauch Hilfe! Das kriegen wir hin. Doch, war richtig.
Abweichende aufhalten! Ein richtig guter Schuss, Connor. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Okay. Verdammt, ich hätte es offensichtlich auch anders machen können. Okay, viel unterschiedliche Dinge hätte ich machen können. Kein Konfizimenzia, Briefing anhören. Ich hätte den Flur untersuchen können. Okay. Von SWAT-Team angegriffen werden. Ist der Futter? Okay, da habe ich vergessen, was zu überprüfen. Was auch immer. Und dann ging es hier weiter. Das haben wir noch nicht freigeschalten. Und das habe ich komplett verpasst. Okay. Da hätte ich mich wahrscheinlich abschalten lassen können. Da hätte ich auch was anderes machen können. Waffe ziehen. Boah. Okay. Wow. Gut. Dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Und ja. Also so gesehen, finde ich, habe ich alles richtig gemacht. Ich hätte ihn zwar auch lieber lebend gehabt, aber naja, was soll's. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Wiedersammler. Tschüss.